drei Worte. Man fühlt sich natürlich auf viele Jahre zurückversetzt, als man als kleiner Stiftner an der Straße stand, die Friedensfahrt ja, erlebt hat. Sie erlebt man jetzt ein Stückchen wieder, obwohl die Fahrer, nicht zu nahe treten möchte ich euch, etwas älter sind, aber die Atmosphäre ist dieselbe. Es ist wirklich klasse und toll hier. Viel Spaß uns allen bei dem Friedensfest heute hier in Mühling. Dankeschön. Ja. Wir dürfen auch den Rüdiger als Erinnerung für die vielen Jahre der Kooperation das T-Shirt heute überreichen. Wir können voller Stolz sagen, dass der Rüdiger Ettinghausen heute Mitglied des Fördervereins Rad Freizeit geworden ist, um unsere Friedensfahrt weiter tatkräftig zu unterstützen. Rüdiger Ettinger, очень известный человек здесь, он уже много времени поддерживает работу этого музея и этой организации, которая поддерживает музей, и он сегодня стал почетным членом этой организации. И за это мы очень благодарны и большое спасибо. И он сказал к нам, добро пожаловать здесь и желает нам хорошего, приятного вечера вместе на нашем празднике. Ja, andere kurz vor der Vorstellung, das soll ja den Bau hier mit begleitet und jetzt geht der nächste Bau los. Wir haben nämlich jetzt auch hier im Ort eine Kirche als Friedensfahrtskirche benannt und da gehen jetzt zurzeit die Bauarbeiten los, weil sie diesen Namen bekommen hat, zusätzlich zu ihrem anderen Namen geht's los. Wir wollen ja auch etwas von Frieden tun. Wir tun auch was von Frieden, denke ich mir. Und ich freue mich darüber. Und vielleicht kommt der ein oder andere dann mal auch mit runter und guckt sie sich an, was da jetzt gerade los ist. Ich wünsche euch allen eine gute Weiterfahrt. Wir werden es morgen vielleicht nochmal sehen. Und ich finde es ganz toll, dass das hier in Kleinbühnen ein Zielort ist. Я являюсь человеком, который с самого начала участвовал в этом строительстве этого музея здесь. Я знаю, как трудно и сложно все это. Thank you.
Ja. Gehst du da drüben?
und saubere Energie. Das tun diese Radler 8 Wochen lang auf einer Strecke von Paris bis Moskau. Mit dabei ist auch DDR-Radsportlegende Täfe Schur. Er und die anderen Teilnehmer wollen mit der Aktion zugleich den Gedanken einer internationalen Friedensfahrt fortführen. Wer will, kann auch etappenweise mitfahren. Nächste Station ist morgen Kleinmühlingen in der Börde.